Leben, Tod und Wiedergeburt seit jeher bei den Menschen gegenwärtig, so wie Wasser und Brot. Es nähert sich die Tag- und Nachtgleiche und das ist ein besonderer Punkt im Frühling, da feiern Menschen ihre Riten, so auch in dem Jahr. Die Feier steht an. In 4 Tagen ist es soweit mit der Crema, dann werden die Figuren verbrannt, ein Höllenspektakel, noch werden sie aufgebaut und wir schauen da mal genauer hin. Das ist sehr interessant und das müsst ihr sehen. Die einen fahren am frühen Morgen des 15. März hinaus, um zu fischen, doch kaum ist die Sonne aufgegangen, kann man in der Stadt viele Aktivitäten beobachten. Bis zum Abend des 17. März werden die Feierfiguren aufgebaut. Es ist Frühling in dem Jahr, das frische Grün sprießt. Lange haben sie daran gebaut, ja im Grunde über viele Monate, nachdem die Entwürfe feststanden. Es ist ein riesiges Projekt ganz vieler Menschen in der Stadt. Die oft großen Figuren müssen stabil gebaut sein, denn es kann im März sehr stürmisch sein. Ein Stecksystem, damit sie zerlegbar sind, denn sie werden ja zuvor konstruiert und in Hallen zusammengesetzt. Jetzt an ihrem Bestimmungsort muss alles wieder ineinander passen. Und? Na siehste, passt, wackelt und hat Luft. Die Arbeit an der Feier Diana läuft sehr ruhig und gelassen. Und an Zeit für Spaß und Freude fehlt es nicht. Zeit, Freunde zu besuchen zur Feier Salada, sind es ja nur 400 Meter. Noch 4-mal schlafen, dann ist der Dia de San José, der Tag des heiligen Josef. Am nächsten Morgen geht es weiter, viele Detailarbeiten sind zu erledigen. Dabei haben die Feierfiguren schon einen langen Weg hinter sich. Der Ursprung der Feiers liegt lange zurück. Es gibt Überlieferungen, von denen man nicht genau weiß, wie wahr sie sind. Das Frühjahr war schon in der Antike sehr bedeutend. Mysteriöse Sonnenwenden und Tages- und Nachtgleiche spielten eine Rolle. Das Wort Feiers ist arabischen Ursprungs, angelehnt an die Fackel. König Jaime I. erwähnte bereits solche Freudenfeuer. Später entzündete man Holz in Fässern, die mit Teer gefüllt waren. So wie auf diesem Bild könnte es ausgesehen haben. Auch wurden Fässer mit Figuren bemalt. Mit den länger werdenden Tagen wurden die Lampen weniger wichtig und deshalb entzündete man am 18. März, dem Vorabend des Namenstages des Schutzheiligen Josef, symbolisch die Freudenfeuer. So entstanden hier im Land Valencia die Fallas de San José, die immer am 19. März ihren Höhepunkt finden. Ende des 19. Jahrhunderts, als hier an der Küste noch mit kleinen Holzbooten gefischt wurde, wurden die Ausdrucksformen der Feiers neben allgemeiner Lokalkritik auch politischer. Wie das heute aussieht, werden wir gleich noch sehen. Noch 3 Tage bis zum Dia de San José. Mit der Montage müssen Fugen geschlossen und Schadstellen übermalt werden. Aha, das ist Valenciano. Also wenn ich es richtig verstehe, das ist die Königin der Herzen und Liebe liegt in der Luft. Auch am Hafen wird noch geklebt und fixiert. Und selbst kleinste Fehler werden noch mit dem Pinsel aus der Welt geschafft. Es ist schon wieder dunkel, als sie an der Feia Diana die letzten Schönheitsarbeiten erledigen. Morgen früh kommt die Jury auch hierher, um das Kunstwerk zu inspizieren. Wieder mal Zeit für Musik. Und davon gibt es reichlich in diesen Tagen. Es ist Samstagabend auf dem Marqués de Campo, Denias Prachtboulevard. Das ist die Cachorras Band, eine Streetband. Cachorras heißt so viel wie Welpen. Na denn,
eine Blaskapelle, die seit 2013 bei allen Fires-Festivals und Veranstaltungen dabei ist und von Radio Denia mit dem José Massal Award ausgezeichnet wurde. Das hier ist die Feier Diana. Es ist früher Sonntagmorgen. Die Feiers in den Distrikten sind fertig. Und nun kommt die Zeit der Juroren. Die Jurys gehen umher, schauen sich alles an, bewerten. Und ja, dann wird irgendwann weißer Rauch aufsteigen, denke ich mal. Und wir wissen, wer Erster, Zweiter und Dritter geworden ist. Die Prämierungen folgen. Und dann haben die Leute hier in Denia ungefähr 3 volle Tage Zeit, sich alles anzugucken, bis dann am Dienstagabend die Flammen schlagen und alles in Rauch aufgeht. Eine friedliche Morgenstimmung, die Feier Diana strahlt im Licht der Scheinwerfer. Nach kritischen Darstellungen muss man nicht lange suchen. Was waren das für Pläne? Ein riesiges Konzerthaus wollte man bauen, die Bahn an Gandia anschließen. Der Busbahnhof geriet viel zu klein. Luftschlösser waren es. Ja, das Leben ist kein Ponyhof. Mit der Ruhe ist es vorbei. Das Volk muss geweckt werden. Da kommen sie. Und sie gehen in die Hinterhöfe. Bei den Menschen in den Betten lockern sich die Implantate. An diesem Sonntag findet die erste von 2 Ehrenzeremonien vor dem Rathaus statt. Geehrt werden sollen die Feieras Majores von Denia und die Feieras Majores aus den Feierbezirken von Les Roques, Darrere de Castell und Bachelamar. Morgen sind die anderen Bezirke an der Reihe. Die Delegationen der Feierbezirke schreiten nun an den zu Ehrenden vorbei, gefolgt von ihren Musikgruppen. Ihre Repräsentanten reihen sich dann jeweils ein für ein gemeinsames Foto. Der Herr rechts im Blau ist Senor Raúl García de la Reina, der Stadtrat für Kultur und Sport. Links in Schwarz ist Senor Jaume Bertomeu, der Präsident des Feiera-Vorstandes von Denia. Die Ehrenbezeugung gilt natürlich den Feieras. Die bedeutendsten stehen in der Mitte, links neben dem Stadtrat. Es strahlt und lächelt Candela Marco, die Feiera Major Infantil de Denia 2024 und links neben ihr die Feiera Major de Denia Mamuncho. Das sind die strahlenden Siegerinnen dieses Jahres.
Es ist früher Nachmittag an der Glorieta del País Valencia, der kleine Platz, dem der Feier Centro wird gleich verstummen. Die kurze Stille wird nicht lange dauern. Spanienkenner wissen es, wenn das da dreimal am Himmel erscheint, wird es infernalisch. Es fängt ja ganz harmlos an und dauert auch nur 4 Minuten. Aber anschließend ist dein Mageninhalt durchgemixt. Schalldruck nennt man das. Späten Sonntag, 2 Abende vor der Crema, dem großen Feuer, sind auch schon die Preisträger bekannt. Es sind wahre Kunstwerke und die werden von Künstlern geschaffen. Kaum ist ein Feierfest vorbei, beginnt das Suchen und Rangeln um die Besten ihrer Zunft. Es ist ein hoch angesehener Beruf. Es gibt sogar eine Feierakademie in Valencia. Wer es dort geschafft hat, ist bei den Festkommissionen hoch begehrt. Sie haben keine Zeit zu verschenken, so ein Jahr ist schnell vorbei. Zunächst werden die erdachten Werke mit kleinen Modellen entwickelt, bevor man sich an das tatsächliche Bauen macht. Sie sind liebevoll gestaltet, aber die Botschaften der Feier sind meist wenig lieb gemeint, Sarkasmus, vernichtend, obszön und mit Verachtung kommen sie daher. Die Zielpersonen sind nicht immer begeistert, auch die Kirche hat wenig Freude an den Feiers, dafür aber das Publikum. Hier ist klar zu erkennen, dass die Begnadigung des katalanischen Separatistenführers Puigdemont auf wenig Gegenliebe stößt und das gleich bei mehreren Feiers in Denia. Der Mann hat hier wohl wenig Freunde, nicht nur bei den Wikingern. Selbst angesagte Medien müssen sich einiges gefallen lassen. Das erinnert ganz entfernt an eine Paella. Das Rezept soll von TikTok kommen und stößt auf Ablehnung. Hier steht, ich übersetze: Sie glauben alles von TikTok, die Paella sieht scheiße aus. Bei dem Fleisch, Garnelen und Aprikosen ist sein Magen ein Misthaufen. Auf dem Marqués de Campo ist am Abend den ja FM auf Sendung. Una cosa que vull plantejar a tots, penso que en això estarem tots d'acord, és en donar-li la enhorabona a Enric Finestar. Die Jury hat entschieden, die Preise sind vergeben. Jede Feier hat ein Motto, das vieles erklärt. Frei übersetzt vielleicht, viel zum Nachahmen, aber sie kriegen es nicht in den Griff. Hier ist man der Meinung, dass Sie, vermutlich die Politiker, ihren Nutzen haben, zurückbleiben aber nur Enttäuschungen. Naja, Zaubertricks. Öffentliche Kritik kann wehtun. 1851 hat der Bürgermeister von Valencia sogar die Feiers verboten. Es brauchte 30 Jahre und ein aufsässiges Volk, bis sie wieder da waren. Wer das hier nicht kennt, wird sich vielleicht fragen, wie geht das alles? Naja, kurz gesagt, es braucht viel Einsatz. Geld wird gesammelt, Tombolas und Lotterien veranstaltet, unzählige, schier endlose Sitzungen gibt es. Die Feieras und Feieros zeigen sich das ganze Jahr über dem Volk bei diversen Festen. Natürlich gibt es auch Spenden. Ihr könnt mir glauben, diese Stadt ist stolz auf das, was ihre Einwohner hier leisten. Das ist der 2. Preis. In der Nacht der Crema wird diese Feier als vorletzte in Flammen aufgehen.
Das Motto Agassa Gamusinus, die Jagd nach Gamusinus, heißt das übersetzt. Solche Metaphern sind für Nicht-Spanier oft schwer zu verstehen. Gamusinus ist ein fiktives Wesen, das in der spanischen Folklore vorkommt. Die Phrase beschreibt eine sinnlose und nutzlose Aktivität, ähnlich dem Ausdruck Schnitzeljagd im Deutschen. Das ist die Siegerfeier, die Nummer 1. Sie hat das Thema 2030. Ich glaube, das muss man nicht näher erklären. Keine Frage. Ich sage, was ich denke. Ich hätte diese Feier auch gewählt. Auch die Kinderfeier im Bezirkszentrum hat den Sieg davongetragen. Das Motto: Geschwister. Sie kritisiert offenbar veraltete Strukturen in der religiösen Praxis und mahnt mehr Zusammenhalt an. Es ist Montagmittag vor dem Ajuntamiento, hat inzwischen der zweite Teil der Ehrenzeremonie stattgefunden. Die Teilnehmer ziehen nun nacheinander durch die Feierbezirke, wie hier an der Feier Diana. Denke ich, da kommt gleich John Wayne um die Ecke. Nun, das Thema ist einer aus dem Westen. Ja, symbolisch sind vielleicht die Indianer, das Volk und die Politiker, die Cowboys. Zu viel Wildwest in der heutigen Zeit. Diese Feier steht für Geschlechtergerechtigkeit und mehr Akzeptanz für Menschen mit Vielfalt. Und sie mahnt zur Wachsamkeit. Das Leben ist ein Zirkus. Ich glaube, dem Motto muss man nichts hinzufügen. Dieses Motto ist vielen bekannt. Übersetzt heißt es: Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Es ist eine Warnung davor, sich von äußeren Erscheinungen täuschen zu lassen, also besser genauer hinsehen. Diese schönen Figuren dürfen sich nur noch 28 Stunden ihres Daseins erfreuen. Morgen um Mitternacht schlägt ihre Stunde. Am Vorabend des Dia de San Josep findet traditionell auf dem Plaza Jaume dem Ersten eine große Maskletta statt. Sie dauert nur wenige Minuten, aber die schlimmsten Geister sind ab jetzt auf der Flucht.
Festumzug hat den Namen Blumenopfer zu Ehren der Jungfrau der Schutzbedürftigen. La Virgen de los Desamparados wird als Schutzpatronin angesehen derer, die Hilfe und Beistand benötigen. Das Blumenopfer ist ein symbolischer Akt, um der Patronin zu danken. Der Umzug führt hier durch die Straßen Marqués de Campo, Diana, Magallanes und schließt sich zum Plaza del Convent. Er dauert nahezu anderthalb Stunden. Das hier ist also nur ein kleiner Auszug. Denia hat eine sehr lange Feiertradition. Die erste gab es im Jahr 1910, also vor 114 Jahren. Und seit 1947 ist die Serie ungebrochen, nunmehr seit 77 Jahren. Auch dem Feierneuling ist schnell klar, was hier an Kleidung getragen wird, ist sehr, sehr teuer. Das valencianische handgewebte Espolin ist feinster Seidenstoff, durchwirkt mit Gold- und Silberfäden. Etwa 12 Meter Stoff werden in gut 10 Monaten Handarbeit zu einer Tracht der Spitzenklasse. Mit welchem Stolz die Fajeras sie tragen, ist deutlich sichtbar. Ein Korsett liefert die perfekte Taille. Die Fülle des Rocks entsteht durch mehrere Schichten Petticoats. Kragen wird eine Art Stola getragen, die Manteletta. Bei besonderen Anlässen, und so einen haben wir hier heute, tragen die Fajeras eine Mantilla. Die Kopfbedeckung besteht aus einem mit Seide bestickten Spitzentuch. Die Prachtpromenade Marqués de Campo mit ihren prächtigen Platanen verleiht den gesellschaftlichen und festlichen Veranstaltungen, so wie heute, den richtigen Glanz. Diese Straße wurde nach dem Marquis von Campo benannt. Er war ein Förderer der Eisenbahnlinie von Carcassent nach Denia. Er wurde 1814 in Valencia geboren. Sein richtiger Name war José Campo Pérez. Er hat eine Flotte von 25 Schiffen besessen und schaffte es sogar, mit nur 29 Jahren Bürgermeister von Valencia zu werden. 1874 wurde ihm von König Alfons VII. Der Titel Marquis von Campo verliehen. Zudem wurde er Senator auf Lebenszeit. Dieser Umzug ist der letzte große Höhepunkt der Feierlichkeiten vor der Crema, die am Abend beginnt. Ich habe mich heute Abend für die Feier Diana entschieden, denn ich wohne gegenüber im Hotel und habe dort die allerbeste Sicht aufs Geschehen. Aber erstmal bin ich mittendrin, denn das Ende der Kinderfeier steht bevor. Die Kinder entzünden das Feuer selbst. Thank you.
Sie machen einen Top-Job. Ohne die fantastischen Bomberos wäre das Feuerspektakel mitten im Wohngebiet undenkbar. In der Verbrennung liegt die Daseinsberechtigung der Fayas. Ihr satirischer Inhalt, die beißende Kritik soll verschwinden. Das ist die Faya Diana. Gleich geht das Licht aus und die Flammen werden sich dann der bösen Geister annehmen. Nun ist sie verbrannt, mit ihr der satirische und kritische Inhalt, all die Verfehlung, all das Unangenehme und Böse, es ist mit dem Rauch davongeflogen. Wir wissen aber alle, dass das auch ein wenig Illusion ist. Sie werden wiederkommen, die Scharlatane, die Märchenerzähler, die Unredlichen. Ich bin sicher, eine Stadt mit so vielen sympathischen Menschen, mit so viel Zusammenhalt und Lebensfreude, wird sich umgehend wieder an die Arbeit machen. In den Köpfen entstehen sie bereits, die neuen Fayas. An schrägen Untaten wird es keinen Mangel geben, die dann im nächsten Jahr unbedingt verbrannt werden müssen.